Was ein schöner Fuhrpark. Bist du bereit, Jung? Immer noch. Immer noch. Klar. Wir fangen am Trainingsplatz an, richtig? So war der Plan. Volle Hütte kriegt er. Einmal alles. Vom Striegeln, Besanden, Erifizieren, Düngen, Nachsehen. Einmal alles. Damit er wieder bald flott und grün ist. Ja, damit das nicht mehr ein Wildacker ist, ne? Der ist ja total verdichtet, der Boden. Das ist auch eine Katastrophe. Ja, knüppelhart. Also da kommst du mit nichts rein. Da hat da tatsächlich noch jemand im Verein gesagt, ja, den muss man ja nicht unbedingt neu machen. Ich sag, wenn du auf Beton spielen willst. Ja, also den könnte man eigentlich auch einmal schwarz machen. Und ganz neu. Aber das wird zu teuer. Aber was sagst du zum Hauptplatz? Der sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Der ist gut, ne? Der müsste nur mal wieder gemäht werden. Ja, das haben wir wegen der Hitze extra nicht gemacht. Wir haben den Montag zuletzt gemäht. Heute ist Donnerstag. Ja, aber bewässern tut er den gut. Das habe ich schon gesehen. Der ist richtig schön, schön nass. Also unten über der Erde, da ist ein richtig schöner Feuchtigkeitsfilm drauf. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Siehste. Endlich mal vom Fachmann Lob bekommen, ne? Das ist im Endeffekt so ein Hohlspun. Ja. Damit durchlöchern wir die komplette Fläche. Mehrere hundert Löcher pro Quadratmeter. Komplette Tiefe? Nee, ja, im Endeffekt. Halbtiefe genau, ungefähr. Genau. Okay. Du kannst dir nicht die komplette Tiefe, das wären so viele Kräfte, da bräuchte das doppelte Wandstärke. Dann zieht er den wieder raus. Dieser Coin, der hier entsteht, also dieser innere Kern, wird ausgespuckt, bleibt oben auf liegen. Ja. Den sammeln die Jungs mit dem Mäher ab. Und dann streuen die im Endeffekt Sand auf, groben Sand, der dann in die Löcher eingefegt wird. Und dem Rasen im Endeffekt dann Luft. Und so klein, aber auch so ein bisschen wie so eine kleine Mini-Drainage. Ja, exakt, genau. Gleiches System, Mini-Drainage. Und in diese Löcher fällt dann hinterher auch nochmal das Saatgut rein. Mit der Nachsaatmaschine, die macht nochmal zusätzliche Löcher auch noch oben drauf. Und dann ist das Saatgut hinterher leicht abgedeckt. Der Rasen hat Luft, der Rasen hat im Endeffekt die Mini-Drainage, kriegt Wasser nach unten. Die Wurzeln können in die Löcher rein. Und so wird der Rasen halt dann auch nochmal angeregt zum Wachsen. Ah, top. Und was habt ihr jetzt für geile Geräte hier? Was kann jetzt was? Das ist ja ein bisschen viel jetzt, ne? Ja, viel ist das nicht, das ist noch wenig. Das ist einer unserer Kleinschlepper mit dem Striegel, wo wir die Fläche vorab einmal abstriegeln. Genau. Striegeln macht man wofür genau, damit das auch unser Zuschauer erfährt? Striegeln macht man hauptsächlich eigentlich dafür, dass man... Unkraut und so Scheiße rein. Ja, ne? Leichtes Unkraut, dass man die Grasnarbe oben ein bisschen auflockert. Totes Gras, was dazwischen fällt durchs Mähen oder... Durchs Absterben. Wir haben nämlich das Ding hier, das hier, haben wir auch in klein. Ist ganz gut, wenn du siehst, er zieht und dann hast du den ganzen Rasenverschnitt. Genau. Und du holst den Filz raus, holst ihn nach oben. Genau. Und der wird dann hinterher bei Yamaha aufgenommen. So ein Filz, verdichtet und weniger Sauerstoff. Ne? Bildet vor allem Sperrschichten, weniger Sauerstoff, weniger Wachstum. Und durch dieses Ausreißen, im Endeffekt ist es ja eine relativ straffe Hake, wir reißen also den alten Filz raus, animieren wir dann den Rasen auch nochmal zum Wachsen. Ja. So, hier haben wir unseren Erifizierer, wo wir die Löcher mit den Rasen reinstanzen. Deswegen, ich habe das Video gesehen, liegt ja auch immer der ganze Sportplatz dann oder die Fläche liegt immer voller Rasen, Sandstücke, Mutterboden, glaube ja, ich. Ja, ne? Genau, die stanzt ja aus. Das können wir uns hier nochmal im Detail angucken. Ach geil. Was Markus alles für einen geilen Kram hat, ne? Ja. Das sind einmal die ganzen Arme, da sitzen jeweils zwei Stück von drauf. So, und die stanzen auf die eingestellte Tiefe, stanzen die rein, holen so gesehen das Material nach oben raus, was wir mit Meer aufnehmen. Und in diese Löcher füllen wir den Sand rein, wo das Wasser und die Luft nach unten an die Wurzeln kann und man so gesehen die Mini-Drainage erzeugt. Ah, super. Ja, das Ding ist extrem wichtig jetzt, ne? Gerade bei dem Trainingsplatz, weil der so verdichtet ist. Genau. Ne? Eine Verdichtung können wir damit nicht unbedingt lösen. Da müssten wir mit anderen Spoons fahren, mit Vollspoons. Mhm. Damit kann man den Boden aufbrechen bis zu 15 cm. Mhm. So, dadurch kriegt man die Lockerung im oberen Bereich rein. Aber wir wollen ja das Wasser und die Luft jetzt nach unten kriegen. Darum arbeiten wir mit den Hohlspoons. Ah, super. So, das nächste Ding, stinknormaler... Spindelmäher, wa? Nee, das ist kein Spindelmäher. Sichel? Nee, auch nicht. Schlegelmäher. Das ist ja schon wieder ein Schlegelmäher zur Hölle. Ein Mulcher. Auf gut Deutsch gesagt, ein stinknormaler Mulcher. Weil der ist am unempfindlichsten für die Erdkegel, für die Coins, um die aufzunehmen, weil es ist Sand am Messer, stumpf. Da kannst du gefühlt alle zwei Tage kannst du die Messer tauschen, macht ja keinen Sinn. Nee. Da ist der unempfindlicher, der hat eine hohe Entleerung, dass wir in die Container reinkommen. Das läuft. Und daneben schöner kleiner Mini. Radlader, um unsere 60 Tonnen Sand genau in den kleinen Anhänger da vorne reinzuschmeißen. Damit der wird hinterher gezogen. Ja, genau. Der kommt hinter einen Trecker und damit bringen wir den Sand gleichmäßig auf die Fläche aus. Damit wir muss man das einstellen bei so einem Gerät?
Ja, also wie viel auf den Quadratmeter muss? Ja. Oder das, macht er das automatisch? Nee, das müssen wir einstellen. Das regelt man über den Ölfluss vom Fließband und von der Bürste und von der Fahrgeschwindigkeit. Je langsamer wir fahren, je mehr Sand bringen wir auf den Quadratmeter aus. Okay, das ergibt Sinn. Ja. So, mehr brauchen wir nicht, wa? Also womit fangen wir an? Du nimmst erstmal das erste Moped genau, da hin. Genau, das erste Moped, den Striegel. Das ist übrigens der König des Rasens. Ich habe gerade eine sehr gute Unterhaltung mit ihm geführt. Er hat mir Sachen erklärt. Du bist garantiert Meister, oder? Ich bin... So wie wir gesprochen haben, Professor. Ja, so in der Art, genau. Ja, ich war mal auf dem Weg dahin. Ich habe zumindest studiert, ja. Okay, was hast du studiert? Ich habe Gartenbau und Grünflächenmanagement studiert. Ja, weil das, was du mir gerade vom Rasen... Also er hat mir jetzt ganz interessante Sachen erzählt, die ich zum Beispiel nicht wusste. Ja. Du hast dir unseren Hauptplatz angeguckt und hast gesehen, okay, da muss vielleicht noch mal ein bisschen Dünger drauf. Genau, also ich meine, wir machen es ja mittlerweile regelmäßig und dadurch sehen wir natürlich auch schon, gerade wenn wir so ein bisschen erhöht stehen, wie gerade auf dem Wall, siehst du natürlich schon, dass der Rasen fleckig ist, dass der relativ viele Gänseblümchen hat, was halt immer wieder Anzeichen sind für Nährstoffmangel. Ja. Wenn du über den Rasen drüber gehst, siehst du halt, dass der relativ viel Wegerich drinnen hat. Wegerich ist eine Zeigerpflanze für Verdichtung. So kannst du dir herleiten, was dem Rasen fehlt und was er braucht. Ja, das war ganz... Und auch mit dem Bewässern, aber das erzählen wir euch später noch alles und kann ich euch auch erzählen. Also ich habe schon eine Menge gelernt in 10 Minuten. Der Trainingsplatz ist ja eher eine härtere Baustelle. Das ist definitiv so. Der hat die Pflege jetzt dieses Jahr, denke ich, nötig. Ja. Der leidet jetzt auch einerseits noch unter den Beschädigungen vom Frühjahr, aber halt auch unter der Trockenheit jetzt. Ja. Und wenn wir da den Filz jetzt rausholen, der wird erstmal eine Zeit lang ein bisschen schlechter aussehen, als er jetzt aussieht. Aber dann wird er kommen, solange ihr den feucht haltet und der dann richtig Futter kriegt. Das hast du gesagt, der muss Wasser. Dünger kriegt er von uns, Wasser braucht er von euch. Dann machen wir so. Komm, wir gehen mal gucken, was er da hinkreist. Ist bei sowas Tempo entscheidend oder absolut nicht? Nee, absolut nicht. Also der Druck ist entscheidend und die Einstellung hinten vom Gerät selber. Mit der Geschwindigkeit hast du natürlich auch eine schöne Möglichkeit zu steuern, wie viel du rausholst. Das ist ganz klar. Ah, okay. Ja? Und wenn wir das jetzt so sehen, dann sieht man auch, wie viel man braucht. Also er nimmt das jetzt, er macht es einmal jetzt längs und einmal quer. Exakt, genau. Man sieht jetzt schon, wie viel der hier beim ersten Mal rausgeholt hat. So. Und wie wird das wieder aufgenommen? Genau, dafür haben wir die Amazone, den Mäher im Endeffekt. Der ist jetzt einmal längs und einmal quer rübergefahren, hat das hier alles gelöst. Ja. Fährt also dann gleich nochmal quer. Und dann nehmen wir hinterher mit dem Mäher den ganzen Mist auf, ja. Damit im Endeffekt das Material runterkommt, damit der Platz dann hinterher auch atmen kann. Weil sonst rutscht das wieder durch, dann hast du es wieder unten drin und das wollen wir natürlich nicht. Ja. Torben! Was ist los? Willst du dir irgendwie einen Feuerlöscher oder was holen? Du bist ja genauso eine Rakete wie du. Ja, guck mal, das ist alles staubtrocken. Ihr seid ja, zwei mir Wochen wurde die Aufgabe gegeben. Dann wenn ich jetzt zu dir sage, hau dir die Flex im Kopf, machst du das auch? Natürlich nicht, wirklich. Hol dir, wenn du sowas machst, einen Feuerlöscher. Wirklich. Okay. Wenn er hier anfängt zu brennen. Dann haben wir hier Waldheckenschutzgesetz missachtet. Jetzt kommt noch mal die Erklärung wegen dem Wasser hier. Genau, also Rasen braucht gerade zu der Jahreszeit relativ viel Wasser. Damit er ausreichend gewässert ist, spricht man so von 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter. Am besten wässerst du morgens, weil der Rasen hinterher die Zeit braucht, um abzutrocknen. Hat er die nicht, weil du zum Beispiel abends wässerst, steht das Wasser zu lange auf den Flächen. Die Wärme vom Tag ist ja noch da, heißt du bildest wie so ein Treibhausklima und dann wachsen natürlich die Pilze auch viel schneller. Und somit ist definitiv das morgendliche Wässern die beste Wahl. Und er hat auch gesagt, was interessant ist mit dem Dünger. Ja. Der Platz, wenn du Dünger aufbringst, muss staubtrocken sein. Ist tatsächlich so. Und dann Wasser raus. Ja, genau. Warten, bis der Platz komplett abgetrocknet ist, damit das Material, was du aufbringst, also der Dünger besteht ja im Endeffekt aus Salzen, kommen die mit dem Halm in Berührung, verbrennt der Rasen. Wenn du das auf dem trockenen Platz machst, vermeidest du das natürlich. Der Dünger fällt durch auf den Boden, kriegt dann dein Wasser und fängt dann an, sich aufzulösen. Ohne dass der Rasen sozusagen Kontakt mit dem Dünger hatte. Und er sagt jetzt halt auch ganz klipp und klar, um den Rasen was Gutes zu tun, öfter düngen. Öfter düngen, ganz klar. Der muss kontinuierlich Futter haben. Also was ich schon gelesen, ja. Was habe ich gelesen? Alle 4 Wochen oder so? Das kommt drauf an, was du für Dünger nutzt. Die Sportplatzdünger sind wirklich so, dass die mittlerweile bis zu 5 Monaten halten, weil die Eiweiß ummantelt sind. Man sollte mindestens 4 bis 5 Mal pro Saison düngen.
Anfang vom Jahr düngst du, damit der Rasen in Schwung kommt. Mit einem Dünger, der nicht allzu lange wirkt, 8 Wochen. Dann düngst du kannst du auf Dünger gehen, die auch länger wirken. Aber du musst halt immer gucken, dass der Rasen kontinuierlich Futter hat. Und das siehst du wirklich, das siehst du auch auf dem Hauptplatz, einfach schon an der Farbe. Mhm. Dadurch, dass Udo mit einem kleinen Streuer gestreut hat und dich regelmäßig siehst du das, genau, wie so ein bisschen Marmorkuchen. Heller, dunkler, zu viel, zu wenig. Weniger und dafür öfter. Und wenn du dann solche Dünger hast, wie wir die haben, die kannst du halt auf eine Woche genau bestimmen. Also wenn wir sagen, der hält 4 Monate, dann hält der auch auf jeden Fall 4 Monate. Eventuell sogar etwas länger. Sagtest du ja mit dem Wässern, das hat auch wieder was. Exakt, genau. Hat der Rasen kein Wasser, arbeitet auch der Dünger nicht so schnell. Das heißt, wenn du sagst, du hast ihn zwischendurch 14 Tage nicht gewässert, sieht der Rasen natürlich etwas schlechter aus, weil der Dünger immer Wasser braucht, um selber zu reagieren. Mhm. Ne? Wasser und Temperatur brauchen die Dünger. Und mit den Wässern, ne? Du sagst ja diese 15 Liter pro Quadratmeter. Wenn wir eine Stunde in etwa. Jeder berechnet eine Stunde. Ja, eine Stunde. Ja, genau. Okay. Man könnte das halt nochmal auslitern. Ihr habt ja irgendwo eine Wasseruhr. Dann seht ihr ja, wie viel Wasser pro Stunde durchläuft. Und wie gesagt, die Faustformel ist ungefähr, sag ich mal, 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter. Ihr könnt auch, sag ich mal, ein Wasserfass ausstellen und guckt, wie viel da rauskommt. Oder ihr nehmt einen Eimer und guckt, wie viel, sag ich mal, da rauskommt. Dann könnt ihr das hochrechnen und dann wisst ihr, wie lange ihr die stehen lassen müsst. Aber ich glaube, eine Stunde pro Fläche ist schon ganz gut. Da kommt ja auch ein bisschen Druck raus. Ihr sagtet vorhin so 12, 15 Meter. Ja, ja. So, dann kommt da auch schon ein bisschen Druck raus. Und, ja. Und wichtig ist halt, dass der Rasen muss durchdringend gewässert werden. Nicht obendrauf feucht machen und dann aufhören. Dann kannst du es besser sein lassen. Weil die Wurzeln gehen immer dahin, wo du mehr Wasser hast. Und wenn du immer nur oben die ersten 2 Zentimeter nass hast, dann bleiben die Wurzeln auch da. Du möchtest eigentlich durchgängig feucht halten, damit die Wurzeln nach unten gehen. Also es ist auch so, Wilfried, es ist jetzt so, der hier muss jeden Tag Wasser haben. Ja, jeden Tag. Ja, nicht genau. Mein Tag nicht, jeden Tag. Ja. Morgens 6 Uhr anfangen bis, keine Ahnung, 11 Uhr. Ja, oder 10 Uhr, ja genau. Ne? Also nicht zu lange in die Mittagszeit, weil dann auch viel Wasser verschwendet wird. Ne? Bei viel Wind lohnt es sich auch oft nicht. Aber der Vorteil ist auch, wenn du morgens wässerst, hast du oft nicht so viel Wind, weil die Temperaturunterschiede noch nicht so groß sind. Und wirklich die ersten Wochen viel Wasser drauf, damit das Saatgut, wenn es keimt, nicht kaputt geht. Ne? Weil wenn es einmal angefangen hat zu keimen und wird dann trocken, dann ist es im Endeffekt tot. Also jetzt nochmal erklärt, auch wenn ihr mal die Plätze nachseht, Torben, ist es so, kriegt das Saatgut Wasser, fängt es an zu keimen. Genau. Unterbrichst du das mit Wasser, also kriegt es kein Wasser, ist das unterbrochen. Ja. So sieht's aus. Kannst es auch sein lassen, genau. Wasser drauf. Und ja, es ist tatsächlich so, auch wenn ihr Lücken habt, wir lassen euch nachher mal 2 Sack Saatgut hier, dann geht hin und streut regelmäßig Saatgut rüber. Hier siehst du jetzt, was wir rausholen wollen. Das ist im Endeffekt das abgestorbene Material. Na klar, sind da auch immer noch mal frische Halme bei, aber vom Anteil her relativ wenig. Und genau das wollen wir rausholen. Und auch, sag ich mal, das, was wir jetzt hier haben, dass mal so eine Wurzel mit rausgerissen wird. Der Rasen wird verletzt und wird dadurch zum Wachsen angeregt. Ganz einfach eigentlich. Ganz einfach eigentlich, genau. Und bringt unheimlich viel.